So, hallo, wir machen weiter mit Mario Maker. Ach so. Ach, ich bin noch in. Ja, ich bin natürlich noch hier drin. Aber wir müssen mit Mario Maker weitermachen. Eine Folge zumindest. Ihr wisst natürlich, dass es jetzt Mario Maker Video ist, denn es steht im Titel. Ich dachte nur, ich habe Mario Maker zuletzt gemacht. Aber ich habe offenbar Hyrule Warriors zuletzt gemacht. Auch in Ordnung. Denn es gibt eine neue Ninja-Speedrun. Schon wieder. Die kommen auch. Gut, es kommen regelmäßig. Das ist an sich ja ganz cool. Ich habe nur gelesen, dass es einen gibt. Und zwar, weil Rasierer das in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube, es war Rasierer. Ich glaube ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir werden sehen. Jawohl. Oh nee. Oh nee, nicht was mit SMBs. Och nee. Oh, da habe ich ja jetzt schon keine Lust drauf. Oh, was haben wir? Achso, das ist alt. Das ist nur noch nicht abgehakt. Ich wollte es doch nur abhaken. Wow. Kann ich jetzt die letzten Nachrichten auch noch abhaken? Wo sind die Nachrichten? Da. Ach, jetzt sind beide abgehakt. Wie auch immer. Ninja Speedrun. SRB2 Mario das Naturtalent. Steht da gar nicht. Multitalent. Reite als SMB2 Mario auf Gegnern oder Schneebällen, anstatt auf sie zu stampfen. Lasse dich von deinen Gegnern zum Ziel tragen oder nimm sie auf, um sie zu werfen. Sitzt du fest, grab doch einen Wolkenblock aus. Oh no. Was kommt denn jetzt alles? Ich habe ein bisschen Angst. So, wir schauen mal. Okay, also wir kriegen direkt den Pilz. Wir spielen das mal ohne SMB2, Mario. Was haltet ihr davon? Ja, gut. Offenbar nix. Verstehe ich. Oh, wait. Oh, muss ich die. Okay, das kann nicht die Alternative sein. Also muss man unten lang. Okay, da ist ja schon der erste Raum, ist ja schon fragwürdig, wie schnell der geht. Also wie er schneller geht. Ah, Moment, ich kann die auch. Okay, aber hier behindern die mich ja nur. Aber ich kann die theoretisch. Ah, okay, ich habe schon eine Idee für den ersten Raum. Gut, der kann einfach den Pau treffen. Oder auch nicht. Ach so, ich kann auch einfach hier machen. Komme ich da unten? Müsste gehen. Ja, na easy. Okay. Also ich finde es ganz cool, dass es mal ein vertikales Level ist. Ein. Ne, vertikal ist schon richtig. Das hat was. Ach, komm schon. Na gut, das reicht eigentlich die erste. Da ist eine Ranke, die muss ich auslösen. I see, da ist der nächste dieser Pilze. Ja, ist ja gut. Dann hier, hier, hier. So. Wie lang ist dieses. Oh, ist das jetzt ein Wettrennen gegen den Gumba. Ach, was ist denn mit meinem Kopf? Gegen den. Ach so. Ach so, mit. Ah, wenn man den Schlüssel hat, ist man hier unten schneller. Wo war denn ein Schlüssel? Wow. Das ist ein Level.
Da gibt es keine alternativen Routen, aber es wird einfach enorm. Es kommt einfach auf enorm viel Skill an. Das ist jetzt wirklich ein reines Skill-Level. Ja! Da hinten sehe ich mich. Okay. Also das muss man ja schneller hinkriegen. Irgendwie. So. Gut, hier einfach unten durch. Ach. Dann schießt er hier einmal. Ja, wobei. Kann ich auch unten. Ah, wenn ich den mitnehme. Nee. So. Zack, ab dafür. Jetzt sind wir ja schon hier. Jetzt sind wir ja schon hier. Dann ist hier der Schlüssel, an den ich so rankomme. Jetzt wird es aber natürlich kritisch, weil jetzt kommt die Maske. Yikes. Die dann hier natürlich auch ist. Aber wir sind. Nein! Ah! Mama! Wir sind bei der Tür. Ach, Scheiße. Das war's komplett. Ja, okay, dann geht's hier zum Ziel. Hui. Eieieiei. Okay, also das erfordert viel. Ja, Skill halt. Uff. Man kommt doch bestimmt direkt an den ran, dann kann man gleich weg, dann kann man den gleich nehmen und gleich ab dafür. So. 5,850. Hier. Da muss man auf jeden Fall auch sofort durch. Also, dass da der Pow erst aufs. Gleich den ersten Kugel nehmen und ab dafür. Gut. Die könnte ich vielleicht auch nehmen, das könnte schneller sein. Die Kugel zu nehmen und abschießen könnte schneller sein. So, jetzt hoch, hoch, mitnehmen. Und weg. Weg, 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 weg. Jetzt ganz schnell runter, vor dem Swamp unten ankommen. Ah! Ab dafür. Yes! Genau so. So und nicht anders. So und nicht anders. Und dann ab ins Ziel. 49. Oh je. Oh je. Es gibt Leute, die schaffen das mit bisschen mehr wie 30 Sekunden. Was ist denn das schon wieder für ein. Wieso sind Menschen verrückt? Ah, okay, hintenrum. Okay, ich sehe, hintenrum ist schneller. I see. Und zwar so, wahrscheinlich auch den Pilz so holen, dass da nichts. Ja, das ist deutlich schneller. Ich bin jetzt bei 4,7. Okay, ja. Verstehe. Dann interessiert mich der ganze Quatsch hier gar nicht. Verstehe ich auch. So. Ah, den wollte ich jetzt. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine, glaube ich, gute Idee. Scheiße. Vielleicht ist es am Ende gar nicht schneller durch die Tür. Könnte das sein? Dass man mit der Tür gar nicht so viel. Nein! Schneller ist. Aber man müsste mit der Tür schon schneller sein, oder? Na, wobei, dann kommt man hier unten an, macht da unten direkt die Wolken weg. Die Zeit, um den Schlüssel zu holen. Ich glaube, der Schlüssel ist zeittechnisch ungünstig. Ja, vielleicht sollte man auch anfangen zu spielen. Ich muss es irgendwie schaffen, den Pilz so einzusammeln, dass ich nicht oben lande.
Ja. Nein. Na, ist egal. Zum Üben ist es egal. Zum Üben ist es egal. So. Ich hatte ja eine Idee. Ah! Super. Super. Die Ninjis regen mich gerade auf. Ich muss die wegmachen. Ich muss die ganz schnell wegmachen. Die sind ja hier super störend. Die sind ja hier super störend. Ja, das war jetzt nicht das Schnellste, aber ist egal. Ab dafür. Mich wundert es, dass sie die Sprungfähigkeit vom SMB 2 mal... Ah, das war dumm. Ah, dann funktioniert mein Plan ja gar nicht. Mein Plan funktioniert nicht. Nevermind, hat sich erledigt. Ich wollte von oben einen Schneeball mitnehmen und dann da unten gleich, aber... Das war Quatsch. Ah! Dieser Anfangssprung. Gib mir doch einfach den Scheißpilz. Nope. Ach. Das geht mit Sicherheit mit einem Sprung direkt da hoch. Das geht hundertprozentig. Es erzählt mir keiner, dass das nicht geht. Oh, ich komme hier sogar eher runter. Ah, jetzt bin ich angeeckt. Egal. Ja, okay, so geht's schneller. So geht's schneller. Ist okay, passt. Und jetzt kann mich der Schlüssel mal. Wie schnell kommen wir zu dem Swampy? So, 1, 2, 3, zack. Zack, zack. Naja, gut, ein paar sind's, aber... Bin ich so viel schneller, wenn ich durch die Tür gehe? Das ist, ich brauche halt eine Zeit, um an den Schlüssel ranzukommen. Das ist das Ding. Na? Ich brauche halt schon ewig, um an den Schlüssel ranzukommen. Ich glaube, der Schlüssel ist nicht für Speedrunner. Würde ich ganz... Ich glaube nicht. Also... Ist jetzt einfach nur mein Guess. Es würde mich wundern, wenn Leute wie Beast oder so den Schlüssel nutzen. Ich glaube, die brauchen den nicht. Um schneller zu sein. Ich weiß es nicht. Weil an den Schlüssel rankommen, vielleicht kann man es irgendwie... Kann man es irgendwie anders lösen? Dass man, weiß ich nicht, dass man irgendwie... So einen... Hochsprung, aber hier hängen bleiben ist halt auch dumm. Jetzt sind die schon im Ziel. Ne, jetzt noch nicht, aber gleich sind die im Ziel. Bisschen nach 30 sind die ersten im Ziel. Ja, jetzt ungefähr. Ach, jetzt bin ich wieder hängen. Ich hasse alles. Und obwohl ich hängen geblieben bin, bin ich jetzt nochmal schneller als vorhin. Okay. Da ist noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Obwohl ich hängen geblieben bin. Wow, was wäre denn das für eine Zeit gewesen, wenn ich nicht hängen geblieben wäre? Ich muss es vor allem schaffen, da wo der Schlüssel ist, so durchzukommen, dass ich diese Bälle dass mich die Bälle nicht stressen. Ich hätte schon eine Idee. Ich hätte schon eine Idee. Also hier geht es wirklich nur um Geschwindigkeit bei diesem Ninja Speedrun. Diesmal geht es nur um Geschwindigkeit und Skill. Das ist alles. Es gibt kein so... Das Spiel... Oh mein Gott! Yes! Yes! Ab dafür! Ab dafür! Ab dafür! Jetzt nicht joken, jetzt nicht joken, jetzt nicht joken, jetzt nicht joken.
Yes! Runter, 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 einfach durch. Das wird keine Sub 40, aber deutlich besser. Deutlich besser. Okay. Ich wette, man kann durch ganz viele Schneebälle, die man spawnt, kann man noch viel rausholen. Zum Beispiel hier am Anfang. Wenn ich hier... Ja, super. Wenn ich hier nämlich gleich einen Schneeball spawne, den da hinten hinschmeiße, dann dürfte der erste... Na? Das dürfte Zeit sparen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch mehr Zeit gekostet. Keine Ahnung. Kann auch sein. Hier kann man vielleicht noch schneller durchrutschen mit irgendeiner Technik. Weiß ich auch nicht. Kann sein. Ab dafür. Kommt man hier schneller hoch? Ah, das war... Okay, das war jetzt dumm. Ist aber egal. Aber hier bin ich ja auch nicht viel... Okay, also so viele Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht, um noch schneller zu sein. Oha. Hier halt auch nicht. Hier halt... Oh mein Gott! Okay. Ich sehe nicht mehr viele Möglichkeiten. Jetzt bin ich dann doch etwas ratlos. Aber bestimmt gibt es so irgendwelche Wurftechniken, dass man... Ah, wenn man das halt... Wenn man da, da kann man, glaube ich, noch 2 Sekunden rausholen. Wenn man da den Moment erwischt. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich da den Moment erwische und da hochkomme, dann habe ich Zeit gespart. Aber dann muss der Rest laufen. Und das wird er nicht. Deswegen, mich würde es ja nur interessieren, wo man noch anders spielen kann. Oder ob es überhaupt noch was gibt, was man anders spielen kann. Ach Mann! Ob es überhaupt noch was gibt, was man anders spielen kann. Ich glaube es fast nicht. Ja, aber so halt. Jetzt wären wir bei 3,6. Also, ja. Nein, jetzt habe ich hier gestruggelt. Warum war ich jetzt denn so langsam auf einmal? Das verstehe ich ja gar nicht. Nein! Ah! Ich hasse alles. Vielleicht kann man hier auch noch irgendwie das Runterrutschen besser nutzen, dass man da nochmal Zeit dazu bekommt. Keine Ahnung. Kann sein. Ist gut möglich. Vielleicht kann man hier schneller... Oh Gott! Okay. Okay. Aber jetzt sind wir schon bei 40. Also, ich bin alles andere als schneller. Ich bin viel langsamer. Eieiei. Wo kann ich noch Zeit rausholen? Wo holen diese Leute noch Zeit raus? Faszinierend immer, was da alles möglich ist. Alter. Ich frage mich, ob das hier irgendwie schneller... Aber das kann ja auch nicht. Wie soll das denn schneller gehen? Oh boy! Nein! Och, ich hasse sowas. Wenn man dann da hängen bleibt. Nein, 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 nein! Ah, das wird nicht schneller. Es ist eh nicht schneller. Es ist eh nicht schneller. Es ist eh nicht schneller. Aber ich hätte noch mal eine Sekunde oder so, hätte ich noch mal rausholen können. Aber ich komme ja nicht mal sub 40. Ich komme ja nicht mal sub 40. Oh Gott. Puh. War es besser? Nee, war nicht besser. Dieser Anfangssprung ist so nervig.
Das war viel zu langsam, aber ist egal. Ab dafür. Nein, das war richtig dumm. Aber der Sprung ist gut. Ah ja, hol den Ball da raus. Genau. Du Pflaume. Hier müsste es halt irgendwie eine schnellere Möglichkeit geben, dadurch zu kommen. Das ist schon... brauche ich gar nicht weiterspielen. Das ist schon kritisch. Na gut. Ich denke, dabei belassen wir es. Ich bin noch nicht wirklich zufrieden mit der Zeit, die wir haben. Ich glaube, da geht mehr. Wow, toll. Ich glaube, da geht mehr. Aber... ja, ne? Wir haben das Level auf jeden Fall gesehen. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir haben das Level gesehen. Okay, machen wir noch irgendein Musiklevel ganz kurz. Irgendein Musiklevel in meiner Liste, der noch zu spielenden Level. Vielleicht gibt es ja noch ein... ja, da gibt es definitiv ein neues Musiklevel. Tohu Project, auf geht's. Das können wir uns noch reinziehen. Nix. Ach, es ist einfach ein Kampf jetzt? Oh, okay. Einfach aushalten, wie halt Tohu ist. Interessant. Das war blöd. Und der Ding ist weg. Ah, nee, da ist er. Okay, Schlüssel ist da. Geh halt durch die... oh mein Gott. Ah, ich muss kämpfen, oder? Nee, kann ich gar nicht. Oder kann ich kämpfen? Yo, wahrscheinlich. Wieder aushalten, oder? Ich kann nichts tun. Oh boy. Uff. Das ist ja verrückt. Oh, ich kann das Schild nutzen. Ich kann gegen alles das Schild nutzen. Ja, moin. Ja, das macht die Sache etwas einfacher. Da ist der P-Switch. LOL. Das ist ja fast ein bisschen ärgerlich, ne? Dass man das so einfach... den zweiten Teil, der sollte ja eigentlich schwieriger sein, aber den kann man durch den... durch das Schild und den Helm kann man den halt komplett schießen. Okay. Aber es soll mir recht sein, sonst würden wir, glaube ich, immer noch drin sitzen. Uno Mars, Global Ground. Was hast du jetzt gemacht?
One-Way-Wall-Noise. Was? Okay. Was ist euer Problem? Ah, diesmal kann ich aber kämpfen. Das kam unerwartet jetzt. Nice. Kann natürlich jetzt leider nicht losgehen, das Lied. Na, es muss halt immer nur diese Stelle gespielt werden. Aber das ist ein ganz cooler. Wenn man es nicht zu lange hat. Shit. Wenn man es nicht zu lange hat, dann ist es eigentlich ganz cool. Oh mein Gott. Dann ist es eigentlich eine ganz coole Geschichte. Wenn es ein zu langer Bosskampf ist, wiederholt sich es halt zu oft. Na, das ist das Problem. Gib mir die Blume. Oh, wie viel denn noch? Ja, weil dann. Je öfter man es halt wiederholt hört, möchte man dann doch, dass langsam das Lied richtig anfängt. Mach dich jetzt weg! Ach, komm schon. Nice. Aber ich weiß nicht, was das mit Uno Mars zu tun hat. Na, wie auch immer. Wie auch immer. So. Was haben wir noch in der Liste an kurzen Leveln? You can step on the lava lift. Okay, das geht auch fix. Erreiche das Ziel als... LOL. Hä? Okay. Okay. Nee. Hä? Ach so. Das geht also gar nicht. Actually, it works.
Well. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, aber gut. Easy. Ach so, verstehe. Wenn man das mit den Dingern kombiniert, dann... und sozusagen wahrscheinlich exakt... aneckt... dann scheint es zu gehen. Aber da irgendwie nicht. Yay. Aber wieso schaffe ich das? Wieso habe ich das da drüben geschafft und hier nicht mehr? Was habe ich denn da anders gemacht? Was habe ich denn hier anders gemacht? Hier drüben habe ich es doch auch hinbekommen. Oder muss ich... ist das hier nur zum Vorzeigen? Nee, ich muss ja hier durch. Na, hier geht es nicht. Ach so, easy. Ups. Ah, okay. Man kommt... ah, ja, okay, ich verstehe. Das war komisch. Aber noch ein normales Musiklevel. Oder baut er jetzt... oh Gott, 3,33. Ui, ui, ui. Das könnte ein schwieriges Level sein. Mensch, ich bleib die ganze Zeit mit diesem scheiß Headset hier hängen. Ich raste aus. Boah, ihr hört es bestimmt jedes Mal, wenn ich hängen bleibe, ne? So. A, Z. Sie. Sie und Staunen. Ah, nicht hoch, okay. Jo, was ist hier los? Jo, das ist ganz schön viel auf einmal. Hilfe. Das wäre jetzt wieder ein Level, da wäre ich ohne Indikatoren komplett aufgeschmissen. Weil ich wahrscheinlich den Zusammenhang gar nicht verstehen würde. Aber so funktioniert es dann zumindest. Weil die Indikatoren da sind. Was? Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Was ist denn los? Ich sitze hier schon wieder so halbtot einfach. Mein Hirn schaltet einfach, während ich laufe, ab. So einfach. Ciao. Ich hab jetzt Feierabend. Bend.
Ich habe sämtliche Hirnzellen gerade in dem Unomars-Level verloren, scheinbar. Ich weiß es nicht. Come on! Wir sind noch kein Stück weiter gekommen als beim ersten Mal. Kann doch nicht sein. Oh no! Kann doch nicht sein, dass das erste Mal das Beste war. Merkt ihr es, wie mein Kopf einfach nicht mehr will? So einfach Verweigerung. So, ich höre jetzt auf zu denken. Gibt's doch nicht. Oh no. Wieso kriege ich den zweiten Sprung nicht hin? Jetzt habe ich... Das war jetzt gerade kein Brain-Lag. Mir ist gerade hier ein Fenster aufgeploppt. So, jetzt aber. Ich habe keine Ahnung, was ich tun sollte. Was hätte ich... Was? Was hätte ich tun sollen? Was muss ich da hinten machen? Ach, so ein Twirl. Ja, wenn man halt nicht spinnt, dann kann es nicht funktionieren. Komm, wir werden das Level doch jetzt in dem Part noch schaffen, ey. Oh no! Wir werden das Level doch jetzt in dem Part noch schaffen. Jetzt? Ah. Haben wir's? Ein Checkpoint. Oh no. Checkpoint ist ja schon mal ein Teilerfolg. Oh no. What? Hätte ich tun sollen? Das nicht. Das auch nicht. Ach so. Aus irgendeinem Grund war ich langsam. Ah! Okay. Weil ich getwirlt habe. Ja, ich habe es durch mein Getwirle kaputt gemacht.
Yes! Irgendwann tut man halt einfach das, was die Pfeile einem sagen und versteht nichts. Oh Gott, was ein Level. Ich wollte doch nur ein friedliches Musiklevel noch spielen am Schluss. Das hat nicht hingehauen, dass das ein friedliches Musiklevel war. Gut, jetzt reicht's aber. Nein, kein Animal Crossing mehr. Okay, das kriegen wir. Das dürfte nicht so schwierig sein. 266. Nein, hat er nochmal sowas gebaut? Dann das nächste Mal. Also was? Ja, also halt im nächsten Part, aber nicht am nächsten Tag. Snowhalation. Okay. Können wir auch mal später noch spielen. Dann kommt hier ganz viel Rubber raus. Merry Christmas to everyone. Ist das wenigstens einfach? Nein. Doch. Okay, komm. Das ziehen wir noch rein. Das ziehen wir noch durch. 37% kann jetzt nicht so schwierig sein und dürfte jetzt nicht so viel Zeit noch kosten. Ich dachte, es geht da jetzt auf. Oh. Das war schön. Kann mich nicht bewegen übrigens. Ah, der baut das nächste Lied auf. Mir scheint, man muss die gar nicht besiegen, man muss nur die Münzen sammeln. Ja, wow. Bruder! Yes. Geht da rein? Aber wieso ist die Münze, die ist doch nicht rot, warum ist die... Als ob die wichtig wäre oder so. Ja, habe ich auch gesehen, dass das keine ist. Aber da war ein Pfeil. Ja, habe ich auch gesehen, dass das keine ist. Okay. Faszinierend. Das ist eine, die ich will. Scheiß drauf. Okay, die brauche ich noch. Ich brauche noch mal eine Blue. Ach so. Ach so. Blume? Blume.
Schlüssel, Münze. Schlüsselmünze, wir haben es. Abflug. Wie stelle ich den denn auf jetzt nochmal um? Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Hier ist einfach keiner mehr. Ja, dann müssen wir improvisieren. Scheiße. Zum Glück weiß ich, dass sowas geht. Okay. Gut. Alles klar. Genug Musiklevel, genug Ninji, genug Mario Maker. Nächstes Video wieder Hyrule Warriors. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.